Willkommen auf dem Promi-Kanal. Bitte drücken Sie den Like-Button und abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten Informationen zu erhalten. Gab es jemals weniger Applaus? Das klingt ja hier, was für eine Akustik in diesem, ich sage mal... Ist das einer der kleinsten Räume, die du jemals gesehen hast, wenn du öffentlich auftrittst? Dann hab ich mir hinten auch echt einen angedrungen, weil sonst hätte ich das nicht geschafft. Dann schnell auf Wasser umsteigen, weil sonst okay. Okay. Ist das da 1000 Leuten? Oder ist das dann völlig eins? Gut, wann ist das letzte Mal her, dass ich von... Nein, aber Unterschied, weil es, du hast als Künstler dann das weitergeht, dass das... nimmt man gar nicht mehr so richtig wahr. Bis dann auch endlich wieder hell ist. Also das heißt, wenn ich auf die Bühne komme, dann sehe ich... Das werde ich mein Publikum sehen. Nee, das ist ganz toll. Ja, aber bei dem Februar in Wien und hättest du die 5 Konzerte spielen sollen, wurdest du krank im Hotelzimmer in Wien. Ja. In welchem Hotel war das? Das Hotel verliebt. Und ich will da wieder hin. Und wenn ich das jetzt aus... Alter, ja, die also wussten, wer du bist. Ja. Mhm. Aber auch Stimmbänder, die entzündet waren, oder? Nein, ich war wirklich grippehaft. Wäre ja fast noch irgendwie gegangen, aber ich klang halt auch wie so ein... Also war alles... Zeit im Hotel verbracht. Mhm. Wieso? Aber, ja, wieso? Weil das... ist es immer schon... zu viel nachdenken, da kommt... Ja, da denkt man über sich. Oder? Warst du allein im Hotelzimmer damals? Der Flo und hat mir eine Packung Chips gebracht. Also überlegt. So schmerzhaft, als würden Opa und Oma am selben Tag das zeitliche Segen. Da anrührendes Facebook-Posting ins Netz gesetzt... Wenn mein Körper nicht will, zieht mein Wille ihn hoch. Tag gehofft, dass über Nacht ein kleines Wunder passiert, meditiert. Irgendwann dir, dass ich im Moment nicht bei euch und nicht für euch da sein kann. Ich komme wieder! Blenden, was jetzt zählt, ist nur mein geschriebenes Wort an euch. Ich bin wieder... Das, ja. Das war, da hast du auch in Wien geschrieben? Richtig. Ja. Und bist du dann allein im Bett und schreibst Facebook-Poste rüber oder... Also alle Beiträge, das kommt immer alles von mir, ja. Und wenn wir manchmal irgendwie, hat vielleicht die dies nochmal dreht und sagt, nee, das würde ich so, ich weiß gar nicht, wie so ein Bild hochzuladen geht. Total old-fashioned. Ich selber gesetzt. Ich sage immer nur, das muss da rein. Okay, nur damit Sie einen Eindruck, vielleicht gibt es irgendjemanden hier im Raum, den der Fischer noch nie gehört hat, nur um einen Eindruck zu kriegen, was diese Frau zu leisten imstande hat. Kreieren und immer weitere Shows, die da geht immer, ne? Aber es ist die Frage, ob es das, weil ich so an die Grenzen so gehen kann, gerade mit der Akrobatik, mir selbst oder mein Traum war, mit der Akrobatik auf Tournee zu gehen. Das ja, auch, genauso. Also da kommt ich die Stimme ja auch viel besser raus. Und das, was die keine Athletik dabei, da hört man die Stimme von Helene Fischer. Die einzige Art, da wächst zusammen was nicht zusammengehört. Definitiv, da ist ja noch so viel, also ich will ja nicht mit 40 zum Beispiel. Aber hast du dir Gedanken gemacht, außer du schmeißt alles raus, kannst du gut mit Geld umziehen? Wir haben nur 3 Rubel, wir passen auf. Oder liebst du das Leben im Scheinwerferlicht? Möchte ich das Ganze auch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Das heißt nicht, dass ich weiß es nicht. Ja, und du bist ja auch talentiert in andere Richtungen. Ich glaube, es war eine Weihnachtsshow. Und mit ständig wechselnden Partnern, teilweise auch Weltstars. Das heißt, du musst dich innerhalb von Sekunden auf den neuen Partner einstellen. Auf den Zeitplan, gerade weil ich die ganze Zeit auf der Bühne bin. Ich bin nicht einmal, vielleicht 4, 5 Positionen, wo ich nicht auf der Bühne bin und da singen die ihren Solo. Naja, ich weiß. Warum ist das so? Ja, das tut doch keiner nur bei so Gesangsshows. Oder hast du schon mal einen Maler gesungen? Künstler, also meinem Gastkünstler, wenn der. Ach so, jetzt das Kleid, Singbrunnen. So. Mit dem kannst du ja nicht zwei Spiele. Also, ja, es kühlt da. Da kriegst du eine Unterleibsentzündung, Blasentzündung. Und wie? Oder wird das alles. Oh, das, also da gehen wir dann auch sehen, wie das trieft. Aber es ist nicht so, dass sie dann alle sagen. Nee.
Nimmst du dann ein hartes Make-up verschmiert? Also wir haben Ventilatoren, weil es gut aber machst du das dann auf der Bühne eigentlich, dass du dich umziehst und alle so, wow, sitzt live auf der Bühne rum, da kommen noch viel mehr. Na, aber es gab jetzt Halt und Gläser, ich habe mich dann gar nicht getraut, mir das anzuschauen, wo dann stand Helene oben ein Sakko und man weiß ja, es wird suggeriert, das hättest du nichts. Es was ist ja die Gefahr? Genau, ich war so erschrocken. Ehrlich gesagt, ja, hat mich das selber ein bisschen da ist, also in meinem Booklets ist es oft zu finden, es war einfach ein... Ich hatte keine Angst. Aus der... Ja, du hast recht. Übliches. Das war, ja. Was ich sehr interessant fand, was ich nachgelesen habe, selbst bei Begräbnissen in den Charts ist, Andreas Cavalier, einmal sehen wir uns wieder, und atemlos durch die Nacht, weil die Leute so große Helene, ja, da stirbt jemand, ist Helene Fischer-Fan und dann sagt man nicht, irgendwie ist es komisch, oder? Ja, ich finde es eigentlich ganz okay. Musik immer traurig. Ja. Eigentlich ist es was Schönes. Also vielleicht, du magst schon. Du bist ja oft von Kritikern erschlagen als andere. Ich werde auch als Moderationsmaschine. So. Das ist ein Kompliment. Ja, eigentlich ja. Ja. Und du bist das Gegenteil einer Maschine. Du meinst es ernst. Ja, also... Oder, Helene? Doch, ich... Ja, Jö, Stiermann. Ich weiß. Ja.